Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer zweiten Runde von Xenoblade Chronicles 2. Und vielen Dank an die Kommentare, denn die haben mir auch geholfen. Ich habe mich ja so geärgert, dass wir hier mit der englischen Vertonung zocken müssen. Und es gibt Abhilfe. Man kann tatsächlich über einen kostenfreien Download sich auch die japanische Sprachausgabe gönnen. Und wie das Ganze aussieht, das zeige ich euch mal gleich, damit ihr auch direkt mal den Unterschied seht. Denn die englische Vertonung ist hier in dem Spiel wirklich, die ist mega grottenschlecht. Aber ich muss sagen, dieser eine Typ, der Fiesling, wie heißt denn der, Malos? Hieß der Malos? Ich glaube ja. Der hat irgendwie Eindruck hinterlassen. Je öfter ich diesen Typen sehe, desto mehr fetzt der. Das ist auf jeden Fall ein Bösewicht, so viel kann ich schon mal sagen, weil es gibt ja im Trailer und auch sonstigen Gameplay-Szenen von Nintendo immer wieder den Hinweis, dass wir gegen den kämpfen. Und die Katzendame wird sich irgendwann auf unsere Seite stellen. Also das ist das, was man den Trailern entnehmen konnte. Aber der sieht irgendwie so richtig cool fies aus. Wie er auch letzte Folge uns noch angeglotzt hat. Wer es nicht weiß, im letzten Part gab es eine geniale Stelle, und zwar wie die durch die Tür gekommen sind. Ja, und wer jetzt nicht mehr weiß, wie das aussah, das werde ich euch gleich nochmal zeigen. Denn manchmal gibt es ja auch so Stellen im Spiel, da denke ich mir, so eine Stelle, die würde viel, viel cooler rüberkommen, wenn ich das Spiel entworfen hätte. Und wer sich jetzt da fragt, naja, was meinst du damit? Pass mal auf. So hätte ich diese Eingangsszene aus dem letzten Part gestaltet, wenn es mein Spiel wäre. Ja, fett, oder? Also das ist richtig fett. Und wie man da jetzt dafür keinen Daumen nach oben da lässt, der soll mich sofort mal deabonnieren. Ja, jeder versteht keinen Spaß. Nein, bitte bleibt. Ihr sollt nicht abhauen. Ich bin auch abhängig von euch. Das war ein Scherz. Ja, aber geil. Und da kriege ich auch Bock, das zukünftig irgendwie weiter fortzuführen, weil irgendwie macht das schon Spaß. Das ist bei anderen YouTube-Kanälen auch manchmal so. Ich sehe sowas. Und ich finde es immer cool, wenn man aus Filmen oder auch Spielen Szenen nimmt, die zusammenschnippelt und die auf einmal so einen völlig anderen Sinnzusammenhang ergeben. Bin ich riesen Fan von sowas. Und vielleicht mache ich das bei dem Spiel erstmalig auch so, dass ich hier einfach den kompletten Xenoblade Chronicles 2 Teil durchzocke und dann so ein paar Szenen mehr nehme und vielleicht können wir da was Schönes draus schnippeln. Ach ja, mal sehen. So, aber der Typ, wie gesagt, riesen geil. Den möchte ich, also nicht geil im Sinne von ein hübscher Mann. Nein, das nicht, aber der ist so richtig schön fies. Die Augenpartie, das Kinn, die Nase. Also richtig grandioses Charakterdesign an der Stelle. So, und jetzt pass mal auf. So geht die Story weiter, wenn wir auf Englisch spielen würden. Wir quatschen mal Monell an. Oh, da kommt ja meine Ablösung. Und? Bereit für deine Schicht? Ja, für meine Fettschicht. Alles klar, ich übernehme mal. Oh, endlich Pause, Pause. Meine Augen brennen schon. Ich glaube, ich gönne mir mal ein Bierchen oder zwei. Viel Spaß bei deiner Schicht. Wenn ich die Wolken in der Ferne richtig deute, kommt da einiges auf uns zu. Aber bloß gut, dass ich jetzt vom Feierabend bin. Falls irgendwas ist, schrei einfach laut. Keine Sorge, ich werde mich garantiert betrinken irgendwo. Und wir gucken durch irgendein Fernglas. Ah, hier, Schatten. Entweder ein... Was war das? That's the black ship from the harbor. Is it following us? Also seine Stimme geht noch. It's way too cold up here. Und die Stimme von ihr, das ist die allerschlimmste. It's Nia. They've started boozing below decks. Oh, die hat doch so einen komischen Akzent, ganz, ganz komisch. It's not that I hate it. I just really don't need a headache right now. Huh. Good thing you're not a salvager then. Ja, passt nicht zu ihr. Bei ihm geht's noch. Swim like a fish and drink like one too. That's the salvage's code. Pff, sounds terrible. I don't think I'll be changing. Oh, habt ihr gehört? Sounds terrible. Sounds terrible. Oh, das ist total komisch. Geht gar nicht. Das geht gar nicht. Und jetzt pass mal auf. Jetzt werde ich mal auf Japanisch umstellen und wir gucken uns die gleiche Szene nochmal an. Okay.
Ja, wir sehen nochmal das schwarze Schiff, was uns wohl folgt. War viel besser. Ja, die Stimme passt auch viel besser zu ihr. So habe ich es mir von Anfang an noch vorgestellt. じゃあ、サルベージャーには慣れないな。飲んで船には酔うな。酔うなら酒だ。サルベージャーの合言葉みたいなもんだよ。食ったらない。転職する気も起こらないよ。ま、そうだよな。ドライバーならサルベージャーなんかよりもっと稼げるんだろう。あんたはレックスでいいよ。 Deswegen. Die geilste Antwort ever. サルベージャーをやってるとさ、いろんなものを拾うんだ。誰かが落としたもの、誰かが残したもの、どれもが一度は死んだものたち。 最近、アルスの数もめっきり減ったろ。この前も一体、大型のアルスが沈んでいくのを見た。たくさんの動物たちを乗せたまま、俺たちの暮らせる場所はどんどん減ってきている。俺たちもいずれ一度は死んだものになる。けど、あそこには楽園がある。 楽園伝説。で、サルベージャーってわけ？あるわけないじゃん、そんなものは。あれは、ただのでっかい木だよ。あそこに行ける道具か何かが見つかるかもしれないだろう。いいじゃないか、別に。でもさ、数少ないアルスや資源を奪い合う必要もない。大地が沈む不安に怯える必要もない。みんなが安心して暮らせる場所。そんな場所があるって。 夢見ちゃいけないのかよ。別に夢見るのは勝手だけど。へえ、みんなが。ねえ、なんだ。人間ってのはもっと自分勝手な生き物だと思ってたけど。ね、んレックス、親はいない。俺が小さい時に死んだってじっちゃんたちから聞いた。じっちゃんってアーツを教えてくれたっていう。ああ、 俺をずっと育ててくれた人間じゃないけどね。人間じゃない。なんだかよくわかんないけど、そのじっちゃんとかに感謝しな。え？あんた悪かないよ。私と一緒だな。 Das war äußerst interessant. Aber wer folgt uns da überhaupt? Ist das das Schiff, was uns folgt, oder sind wir das selber? Es sieht ja schwarz aus und wir haben ja auch ein schwarzes Schiff gesehen. Wir sind wohl am Bestimmungsort angelangt. Das heißt, wir haben keine Zeit, über die Dinger nochmal zu sprechen, was da gerade passiert ist. Doch, haben wir. Aber ziemlich krass. Also erstmal die Stimme perfekt. Genau so muss sich Nia auch anhören. Jetzt haben wir auch eine erste kurze Erklärung zu seinen Eltern bekommen. Die leben also schon lange nicht mehr. Und ich finde es auch cool, was er so an Träume hat. Ich musste auch kurz schmunzeln, als er gemeint hat, ja, wenn wir da alles hochschaffen, dann sind wir alle in Sicherheit. Ja, da musste ich wirklich kurz schmunzeln. Und ich habe mir auch gedacht so, na klar, alle, die ganze Welt oder was, auf einem Baum, das kann nicht gut gehen. Und Nia spricht es auch sofort an. Ja, finde ich richtig cool. Und hat man auch gesehen, sie selber scheint auch gar nicht so eine schlechte Person zu sein. Was es mit ihr allerdings auf sich hat, keine Ahnung. Und... ah, das ist ein Schatz. Und ich konnte es einfach so öffnen, ich bin da begeistert. Es gibt nämlich auch versteckte Sachen im Dorf zu finden oder in der Stadt, wo wir gewesen sind. Die kannst aber nur aufmachen, indem du irgendwelche Skills besitzt. Zum Beispiel irgendein Fass, was du nur öffnen kannst, wenn du irgendwie, keine Ahnung, Aufbruchkünste besitzt.
So, wir sollen ja nicht so durch die Gänge schleichen, sagt er. Ja, und es sind leider auch immer noch total belanglose Texte. Also wer sich die durchlesen möchte, der kann das dann selber tun, indem er sich einfach das Spiel kauft. So, wir gehen direkt mal nach unten und mal gucken, was unsere Aufgabe sein wird. Was sind denn Pets? Ja, er wollte Schlampe sagen. Ja, keine Angst, ich beende gerne die Sätze von dem, von Rex. Aber dann lässt sie wieder einen harten raussingen. Das heißt, innerlich ist sie eigentlich eine total liebe, nette Persönlichkeit. Und vielleicht muss sie sich beweisen. Vielleicht ist sie nur bei der Truppe, weil, keine Ahnung, sie muss ja auch irgendein Ziel haben und versucht auch nur zu überleben, indem sie sich halt den anderen Charakteren anpasst. So mein erster Eindruck von ihr. Und der Plan ist auch mega gefährlich. Die wollen erst einen Rumpf anheben. Da stelle ich mir sofort die Frage, wie anheben? Wirklich nur nach oben oder auch wirklich zur Seite? Weil wenn die das Ding nur anheben, wir dann reingehen, besteht da nicht die Gefahr, dass das Ding wieder auf uns runterkracht? Und was ist das? Ist das... Sieht aus wie ein Schwert eines Titans. Der Antriebsmechanismus. Ja, gute Frage. Was soll das sein? Ist das ein Schiff? Mein erster Eindruck war wirklich, irgendwie sah es aus wie das Monado, nur in groß. Oder wie Schulk sagen würde, Monado. Okay, wir bringen erstmal irgendwelche Vorrichtungen an dieses unidentifizierte Objekt, damit man das hochriefen kann, wa? Da kommen bestimmt wieder diese komischen Luftkissen raus, dass das Ding nach oben gehievt wird. Und das reicht schon aus? 8 läppische Ballons? Ich frage mich auch immer noch, warum ausgerechnet wir hier bei der Mission teilnehmen mussten. Oh, schaut mal, das Ding hat Augen vorne dran. Okay. Ja, und vor allem, was suchen die? Da kommen sie angeschlüppert. なかなかやるじゃない。本業なめるなって。各班準備のできたものから侵入開始。さて、俺たちも行くか。お前も来い。え？どう、メッコン。お前らだけじゃ不安だとよ。 Aber so richtig zu passen scheint dir das aber trotzdem nicht. Ist aber schon seltsam, oder? Ich meine, warum müssen wir jetzt mitkommen? Uraltes Schiff. Die Mitglieder der Gruppe haben sich geändert. Oh, der Typ sieht da hier auf dem Bild noch viel, viel geistesgestörter aus als in Real. Ähm.
Da ich aber den am coolsten finde und die sicherlich eine ganz liebe Maus ist und in der Stufe noch zurückgeblieben ist, nimm mal die mal mit. Ja, und hier sieht man auch unten, die haben tatsächlich sowas wie Unterstützer. Das kleine Karo unter dem Bild ist auffällig. Tja, leider haben wir keinen. So ist in Ordnung. Jetzt sind wir nicht mehr alleine unterwegs. Wir können im Hauptmenü Charaktere auswählen und die Aufstellung anpassen. Und egal wie viel wir haben, immer nur 3 Stück dürfen gleichzeitig kämpfen. Und wir steuern immer den, der auf Platz 1 ist. Jeder hat einen anderen Kampfstil, das war auch schon bei Teil 1 so. Und wir sollen alle mal ausprobieren. Na, kann ich hier auch wechseln einfach so? Ich würde es gerne mal testen. So, jetzt haben wir hier noch eine Schatztruhe, die nehmen wir natürlich mit. Es sei denn, sie ist verschlossen. Oh, wir kriegen Kohle. Das war sogar richtig viel Kohle. Sind die Sachen in den Truhen immer fest oder sind das so weiß ich nicht, Zufallswerte? Es sah ja gerade so aus, als ob diese Goldeinheit da drinnen per purem Zufall ausgewürfelt worden wäre. So, und den quatschen wir auch nochmal an. Das werde ich aber alles skippen. Das werde ich nicht vorlesen. Denn wie gesagt, es ist für die Hauptstory sicherlich nicht so entscheidend. Wenn ich jetzt dann doch irgendwas Wichtiges übersehen habe, dann schreibt es mal in die Kommentare rein. Das mache ich jetzt nur, weil ich eben die Stadt im Sternlevel nach oben bringen möchte. Das ist der einzige Grund. Sonst würde ich die jetzt eh gar nicht anlabern. Und nachher ist vielleicht die Möglichkeit weg, dass man den anquatschen kann. Und das würde mich dann eben ärgern. Ich hoffe, es gibt hier keine so verpassbaren Sachen. Und wisst ihr, was auch komisch ist? Ja, kann ich leider erst später erzählen. Okay, irgendetwas kommt von. Boah, ich bin ein bisschen erschrocken. Die Kopfhörer zu laut eingestellt. Okay, wir können angucken, was die Meister drauf haben. Königsassil. Concentration! Ja! Ja! Der kann Rückwurf. Das heißt, ich bin im Nachteil, wenn ich hinter ihm stehe. Na, wir konzentrieren uns erstmal nur auf uns selber. Die anderen, die haben eine viel, viel höhere Lebenspunkteanzeige. Vor allem Malus. Umwerfen. Die konnten umwerfen tatsächlich. Das ist auch wie in Teil 1. Hallo, wir sind keine Monster. So werden wir also von der Außenwelt wahrgenommen, als Monster. Der Typ ist so cool. Zwei Blagen. Man soll Senioren respektieren. Und wir werden beobachtet. Auch die Lache ist cool. Ich habe keine Ahnung, wie es dann auf Englisch sich anhören würde. Aber das war... Ja, so muss das sein. Da kriegst du auch hier richtig gutes Gefühl. Dann gehen wir mal kurz rein. Ein kleiner strategischer Tipp. Gegner kann man gezielt anlocken. Wenn du einen Feind aus etwas größerer Entfernung anvisierst, ohne deine Waffe gezückt zu haben, kannst du Pfeiltaste nach unten drücken, um ihn anzulocken. Versuche jetzt den Feind vor dir anzulocken. Visiere zuerst an mit R und dann nach unten drücken.
Oh, der hat sogar schon einen Schadenspunkt verloren. Krass. Wir haben durch das bloße Anlocken dafür gesorgt, dass der Lebenspunkte verliert. Boah, und Marsol macht auch richtig viel Schaden, krass. Ich habe mich jetzt mal versucht, auf die ganzen Leute hier zu konzentrieren, ob die irgendwas Spezielles machen, aber das geht mir alles irgendwie zu schnell. Also ich habe gesehen, dass er den größten Schaden austeilt und es sah so aus, als ob die von hinten auch noch irgendwie draufhauen. Oder sind das jetzt wirklich nur Supporter, die einfach hier irgendwas Positives bewirken an Statuswerterhöhungen? Könnte auch sein. Na egal, wir gehen das mal weiter. Es geht anscheinend auch nur in eine Richtung. Kann ich nicht mit A das Schwert zücken? Also ich muss tatsächlich immer erst anvisieren. Und ich finde es auch cool, dass unsere Lebenspunkte regeneriert werden. Und schaut mal oben links. Oben links sieht aus wie eine Spezialanzeige. Sowas wie bei Teil 1, die Gruppenenergieleiste gewesen ist. Das war jetzt aber nicht der Schatz, den wir gesucht haben. Und ich weiß auch gar nicht, warum der hier nicht angreift. Aber gut, lassen wir den mal am Leben. Ich muss irgendwo einen Gang übersehen haben. Ach, nach unten, alles klar. Dann sind wir ja rein zufällig schon mal den richtigen Weg lang gelaufen. Dass wir die Truhe nicht verpasst haben. Ansonsten schick. Umgebung gefällt mir. Es ist ja sehr nebelig, sehr düster. Oh, der ist nicht gesprungen? Wieso ist denn der nicht gesprungen? Na, ich sag mal, wenn ich jetzt hier so einen Reisepunkt aktiviert habe, klingt das ja so, als wenn ich jederzeit hier zurück könnte. Vielleicht können wir uns dann doch ein bisschen mehr auf die Story konzentrieren. Apropos Story konzentrieren, das ist genau das, was ich vorhin sagen wollte. Oh, was nu? Eingestürzt! Oh, hallo, ich wollte den als Treppenstufe benutzen. Hat ja super funktioniert. Und die anderen Leute greifen auch gar nicht von alleine an. Musste auch wissen. Das heißt, wenn ich dafür sorge, dass es zu einem Kampf kommt, muss ich erst meine Waffe zücken, damit die anderen auch auf die Idee kommen. Ach ja, Mensch, das ist ja ein Monster, könnten wir mal angreifen. Für uns einen Punkt haben bekommen. Wie komme ich jetzt hier hoch? Kann es sein, dass unser Held später irgendwelche Zusatzeffekte bekommt, wie erhöhte Sprungfähigkeit? Oder sind die anderen vielleicht ein bisschen agiler? Muss ich hier vielleicht wechseln? Oder muss ich von oben einfach nur runterspringen? Gibt es da eine Möglichkeit? Ja, sieht so aus, wa? Weil da ist ein Weg, da bin ich ja auch... Bin ich da eingestürzt? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall kann man von da oben hier in die Truhe kommen. Testen wir direkt mal aus. Ja, wir können zur Zeit nehmen. Und das ist das, was ich so faszinierend finde, denn bei anderen Kanälen ist das nicht so. Ich achte ja normalerweise auch überhaupt gar nicht auf andere Kanäle. Aber ich habe selbstverständlich, wie bei jeder ersten Folge, die ich hochlade, geguckt, ob die auch angezeigt wird bei YouTube. Denn nichts ist schlimmer als kleiner Kanalbetreiber, wenn du ein Video hochlädst und es wird einfach nirgendwo aufgelistet und gefunden. Es scheint soweit gut zu funktionieren und da ist mir aufgefallen, von den paar Peoples, die auch das Spiel spielen, die machen ja gerade so, keine Ahnung, so 20 bis 30 Minuten Parts und sind in Folge 2 schon völlig woanders. Da habe ich sofort das Spiel geschlossen, weil ich mir gedacht habe, Alter, das ist ja erstmal ein riesen Spoiler für mich. Und zweitens kann ich auch gar nicht verstehen, wie man in 20 Minuten schon so viel weiter sein kann als ich. Krass. Ach, und ich habe es geschafft, Mist. Vielleicht liegt es daran, dass dann diese Person irgendwie die Story nur durchwaschen. Was ja auch blöd. Das machen wir nicht. Also das Letzte, was ich mache, ist hier durchwaschen. Wir versuchen schon das, was so nebenbei auffällt, uns zu holen. Und wir gucken uns auch alles genau an. Ich meine, wir machen jetzt sicherlich nicht jede kleinste Nebenmission. Nein, jetzt komme ich an diese Scheißmünze nicht. Oh, muss ich da jetzt echt in der Nähe stehen? Und wir haben einen Muskelgurt bekommen.
Und wenn wir schon mal hier im Dungeon sind, passt mal auf, wir machen mal Folgendes. Dann nehmen wir das erste Mal auch so einen Tascheneffekt mit. Und ich glaube, ich kann auch erstmal nur mit mir selber spielen. Ja, ist ja wie in Real Life, zu Hause. Ja, als einsame Person, da kannst du auch nur mit dir selber spielen. So, was nehmen wir jetzt hier mit? Grill Ankerschwanz. Ätherschaden? Nein. Ich hätte gerne eine Gruppenleisteranstieg brauche ich auch nicht. Das wird die links oben gewesen sein. Spezialaufladung, Spezialschaden. Technikaufladung ist ziemlich cool. 0,2 Sekunden. Aber ich glaube, das ist immer noch das Beste. 15% erhöhte KP-Punkte. Gerade am Anfang sollte das uns sehr, sehr gut unterstützen. Ja, aber wirklich komisch, dass dann wirklich die Folgen bei anderen so kurz sind. Ich weiß nicht, ist das so ein Trend, dass man versucht, irgendwie durchzuwaschen? Keine Ahnung. Und da ist mir auch wieder aufgefallen, habe ich ja auch schon mal in einer Folge erwähnt. Ich finde das so mega störend, gerade auch bei Rollenspielen. Wenn Leute ihr Gesicht immer wieder in dem Video mit rein präsentieren. Ich meine, ich weiß, es scheint der Trend zu sein. Ich weiß nicht, wie es bei meinen Zuschauern ist. Oh, weggeduckt. Aber stellt euch vor, ich würde jetzt ja auch anfangen, irgendwie eine Kamera aufzustellen und mein Gesicht euch zu präsentieren. Das wäre doch übelst störend, weil erstens, wo soll es hinpacken? Oben rechts in der Ecke wäre Platz. Aber das lenkt doch voll vom Gameplay ab. Und da passiert ja auch nichts Spannendes. Ich glaube, es würde höchstens so passieren, dass man dann vielleicht versucht, zwanghaft irgendwie was zu gestikulieren, damit es für den Zuschauer interessant bleibt. Aber ich finde, das ist immer noch sehr störend, hat auch nichts zu suchen. Und vor allem auch meine Fresse, also würde ich niemals zeigen, denn ich bin auch mega hässlich. Ja, also wenn ich mich beschreiben müsste, dann würde ich sagen, ich sehe aus wie Gollum. Oder nein, das wäre noch zu nett. Ich glaube, es würde eher passen, wenn ich sagen würde, ich bin das, was Gollum ausscheißt. Ja, nur ein hässlich. Ach, schön, schön, schön. Aber nee, das muss doch nicht sein, oder? Okay, dann müssen wir erstmal die besiegen. Da muss hier in der Truhe irgendwas total mega krasses, cooles versteckt sein. Oh, schau mal, wie langsam wir uns bewegen. Und ich kann mich auch nicht schützen, leider. Es ist für mich nicht unmöglich. Es ist für mich unmöglich, dem Kampf zu entgehen. In der Hoffnung, dass die anderen Kollegen den ganzen Stress abbekommen. Und wie kann ich eigentlich einen anderen anvisieren? Geht das? Geht das? Gab es da eine Einführung? Oder gab es da was von Ratiofarben? Ich habe keine Ahnung, ich muss doch hier irgendwie auch wechseln können. Vielleicht mit L-Tasten? Ah, ich muss die R-Taste gedrückt halten. An die Einführungsrunde konnte ich mich noch dran erinnern. Wenn ich jetzt nämlich R gedrückt halte und dann den B-Knopf drücke, dann kann ich erstens aus dem Kampf flüchten und wenn ich dann aber zur Seite drücke, kann ich auf einen anderen Gegner wechseln. Och, nur Kohle. Der ganze Aufwand für nur Kohle. Für jemanden, der gerade frisch hier 100.000 bekommen hat, ist das nicht gerade sehr, sehr anspornend gewesen. So, Blasenquall. Den nehmen wir noch mit. Und ich glaube, der hat zum ersten Mal keine physische Attacken gestartet. Der hat irgendeinen Blitzstrahl auf uns losgehämmert. Und wir stehen auch kurz vor einem Level-Up. Ja, ich glaube, dann wisst ihr, was jetzt passiert. Wir werden die auf jeden Fall hier besiegen, alle. Ach, wir werden hier noch nicht drin. Alles klar, da kam ja das Monster raus. Ach, schade. Ich dachte gerade, das war so ein Item, wie noch bei Teil 1. Und auch hier eine Truhe versteckt. Wir sind beim Brennstofflager. Und auch hier ist nur Geld versteckt. Haben wir überhaupt schon mal irgendein Item bekommen? Also wirklich irgendwas Auffälliges? Warte mal, wir gehen natürlich hier oben auch nochmal hin. Und ich habe voll Angst, dass ich irgendwelche Truhen übersehe. Es ist so blöd, dass die hier auf der Karte nicht gezeigt werden. Oder man kann das einstellen. Ich habe bei letzter Folge gezeigt, dass man das irgendwie auch wirklich so richtig penetrant
alles einzeln einstellen kann. Es muss doch hier auch eine Möglichkeit geben, die Schätze sich anzeigen zu lassen. Sammelpunkte kann man sich anzeigen lassen. Und Läden kann man sich auch anzeigen lassen. Ja, das Gelbe sind wir. Aber Truhen scheinen auf der Karte dann doch nicht vermerkt zu sein, wa? Also wer das weiß, der kann es ja mal reinschreiben. Also interessiert mich. Vielleicht haben wir ja später irgendeine Möglichkeit, die Truhen sich anzeigen zu lassen durch irgendeinen speziellen Effekt. Okay, da fehlt ein Ätherzylinder. Kann ich hier rein? Nee, ich komme hier nicht rein. Vielleicht ist aber auch irgendwo ein Ätherzylinder versteckt. In einer Truhe, kann das sein? Okay, wenn der da rausgeht, gehe ich mal hier nach oben. Da ist ein grüner Punkt, guck mal. Auf der Karte, da ist ein ganz, ganz grüner Punkt zu erkennen. Weil es zur Quest gehört hat, alles klar. Ich glaube aber nicht, dass es das Item gewesen ist, was wir auf der Karte oben im Bildschirm gesehen haben, oder? Also uns wird ja immer angezeigt, wo wir hingehen müssen. So, und ich kann ja auch mal von den Effekten Gebrauch machen. Boah, vor allem die Item... Effekte sind auch irgendwie größer. Haben wir gesehen, was dieser komische... HP-Trank uns gegeben hat, das waren ja fast 100 für jeden. Ne, der grüne Punkt ist separat von unserer Questmarkierung. Der wird dir also nicht auf der Karte angezeigt, außer auf der Minimap. Wenn man da ein bisschen hinguckt, erkennt man das. Okay, dann öffnen wir die Tür. Ich denke, wir müssten noch alle Truhen gefunden haben. Es sieht nicht so aus, als ob ich hier irgendeinen Gang vergessen hätte. Ist auch mega faszinierend, dass wir sofort wissen, was zu tun ist. Das ganze Schiff ist kaputt, aber es gibt noch einen intakten Zylinder, der hier dafür ausreicht, für Energie zu sorgen. Schon faszinierend. Und wir wissen natürlich auch, welche Knöpfe wir drücken müssen. Ist ja unsere Technik. Und das wird der erste Bossfight sein. Sharknado. Megalo Hairan in Teufelsküche. Er hat sich auf uns eingeschossen, macht aber nichts. Er ist nur Stufe 4. Dann bleiben wir mal hinter dem stehen und warten, bis unsere Rückangriffsanzeige gestärkt ist. Na wobei, der teilt aber doch schon ordentlich aus, wa? Und die Angriffe dauern auch. Und er schwankt. Siehst du das Schimmern, das den Gegner umgibt? Das ist eine sogenannte Zornaura. Bestimmte Gegner werden zornig, wenn ihre Kraftpunkte unter einem bestimmten Wert sinken. Die Zornaura steigert die Statuswerte eines Gegners. Nimm dich also in Acht, eher stärker als zuvor. Was heißt ein Wassersog? Umwerfen bei Körper. Was heißt Wassersog? Ist das vielleicht seine Attacke, die er vorbereitet, oder was? Auch das ging mir ein bisschen zu schnell. Also in solchen Momenten bin ich froh, dass ich die Sachen aufnehme. Adams Siegel, wer ist denn Adam? Ich kenne nur Adams Äpfel. Guter Film übrigens. Oi. Sono Tabira o Akero. Eh?
この扉は、お前たちでなくては開かん。Deswegen haben die uns gebraucht. Ein von uns. Boah, erst recht nicht. Das kann nur eine Falle sein. Naja, oft hilft ja die Hand drauflegen. Da ist irgend so ein Feuersymbol. Ne, schau mal, guck mal. Da ist irgendeine Energie, wa? Um uns rum. Oder ist das nur Staub? War wohl doch nur Staub. Warte. Okuni. Noch ein Tobira gar. Also, dass der den auch noch hilft, ich verstehe das nicht. Der muss doch spüren und wissen, dass hier irgendwas sehr, sehr komisches abgeht gerade. Und was waren diese Lichtfunken unter der Tür? Und warum können die jetzt durchgehen? Alles sehr seltsam. Auch die Szene, dass wirklich da am Fuße von uns irgendwas Elektrisierendes gewesen ist. Ganz, ganz seltsam. Oh, das sieht aus wie das Monado-Schwert. Ist das Shulk's Monado? Krass. Oder spielt das von Xenoblade Chronicles X? Könnte auch sein. Habe ich aber leider, wie gesagt, nicht durchgespielt. Ich hoffe, die Story knüpft nicht dort an. Es ist aber nicht das Monado. Oder es ist schon das Monado, aber in einer anderen Form oder Variante, so wie ich sie nicht kenne. Wir hören irgendeinen Herzschlag. Vielleicht ist sie versiegelt, die Dame, die da in dem Gefäß drin hockt. Vielleicht darf das Schwert nicht rausgezogen werden. Aegis. Das Schwert oder die Dame? Heißt sie so oder ist sie sogar das Schwert? Zu spät. Oh, was? Alter, der hat so gewuchst. Nante. Warke Omona. Semete Mono Nasakeda. Boah, voll brutal. Gibt es hier noch sowas wie eine Uncut-Version? Weil der hat auch auf seine Hände geguckt. Und da war kein Blut zu sehen. Monoceros, wer ist das? Und sie ballt ihre Fäuste. Okay, das kam unerwartet. Und das Schwert, Alter, das sah ja aus wie Sephiroths Schwert. So ein richtig langes Ungetüm. Strange. Es sieht so aus, als ob wir uns in einer Traumwelt befinden. Wir sehen mit verschwommenem Auge irgendwas in der Ferne. Ein Baum und eine Frau, die so aussieht wie die aus dem Gefäß gerade. Und wir befinden uns auf reichhaltiger Erde, so wie es aussieht. Okay, ab hier wird's spannend. Was ein Typ, Alter. Da hat er uns einfach rumgemuxt. Von hinten, ey, voll feige. Yamanai no
Gute Frage, das hätte ich ebenfalls gefragt. Was meint sie? Das Glockenläuten? Das ist Elysium. Na, sind wir jetzt ja wirklich auf der Baumspitze oder ist das einfach nur eine andere Zeit, wo Elysium noch gar nicht so weit oben war? Ein Kernkristall. Das war das, was auf dem Schwert auch gewesen ist. Sie kennt uns. あなたは死んだ。真に胸を刺し貫かれて。どうして発売？真。胸を。思い出した。俺はあいつに大変だ。みんなが。このままじゃ紹介のみんなが。 Aber das wieder ein sehr netter Wesenszug von ihm. Er denkt sofort erstmal an die AG-Leute und nicht an Rache. Ja, das war zu erwarten. Ist ja nur eine Traumwelt. Die Wahrheit ist ja nur eine Traumwelt. 私の命を半分あげます。Sie gibt uns einfach so die Hälfte ihrer Lebenskraft. あなたは生き返る。私の天の聖杯のドライバー。 Als ihr Meister, als Meister der Aegis. の聖杯のドライバー. Boah, krass, Gänsehaut-Moment. それって どうします? Lex. Okay, er kann alles sagen, aber er sollte nicht sagen, wir wollen Rache. Na, also werden wir dem wohl zustimmen. Ist ja sowieso sein großer Traum gewesen, dort mal hinzugehen. Und jetzt hat er ja erst recht noch einen Grund. Na, ob das dann wirklich so ist, das sei ja auch mal dahingestellt. Cool wäre, wenn er jetzt mit beiden Händen so nach vorne grapscht. Okay, hätte sie nicht einfach sagen können, los Rex, berühre meinen Kristall? Nein, da sagt sie, los Rex, berühre meine Brust. Und jetzt müsste sie ihm so eine Ohrfeige geben und sagen, Alter, ich habe gesagt, du sollst meine Brust anfassen.
Aber es ist ja das Beste, was ihm passieren konnte. Also nicht, dass er umgemuxt wurde, aber da geht ja einfach so eine Verbindung ein mit einer Aegis, dessen Sinn wir noch nicht kennen. Und er hat das Schwert, krass. Ja, sie ist ja wahrscheinlich auch das Schwert. Pyra heißt sie. Ja, ist eh seltsam. Sie hat sich ja vorgestellt als Pyra, aber man hat Aegis zu ihr gesagt. Wer ist denn jetzt was? Nia. Yare. Yare te. Soitra no inochi no daikin wa sudeni haratte aru. Orera ga ten no seihai wo te ni ireta tte hanashi. Ah, die haben den Körper von der in Gewahrsam. Ich habe mir gerade gefragt, wie das zusammenpasst. Und die Schweinehunde, die wollen, dass das sie alle auslöschen. Ja, bestimmt nicht, um zu töten. Boah, ich dachte gerade, er hat angezündet. Yes. Damit wär's auch erklärt, warum sie Pyra heißt. Alter, was geht denn jetzt ab, Alter? Nix! Kozo! Sono Ken, masaka! Ikinari ushiro kara to wa hikyou janai ka! Sore ga otona no surukoto ka yo! Hora! Hai! Iku yo! Hai! Er weiß auch sofort, was zu tun ist, krass!悪いな、小僧。あいつの力をそう、ほいほい使わせるわけにはいかないんだ。俺が相手をしてやるぜ。来いよ、天の聖杯。お前、どけ。やめなよ、メッツ。相手は子供じゃないか。子供だ。冗談はよしな。こいつは。 Boah, einfach mega. Also hier passieren gerade total die krassen Sachen. Arigato, Homura. Dou itashimashite. Tsuzuki, ikimasu. Ah! Minna, ima no uchi ni hayaku! Koria! Metsu, uketore! Yatte yo! お前の相手は俺たちだ。バイング。ソード。構造。
Oh, jetzt kommt zum Kampf. Krass. Na, jetzt bin ich gespannt. Wir sind Meister der Aegis. Und jetzt wird es Zeit, die Sachen zu erläutern, wie das funktioniert mit dem Gruppenkampf. Harmonie. Sie wird durch ein Band aus Licht zwischen Rix und Pyra dargestellt. Leuchtet es golden, dann sind Meister und Klinge im Einklang. Rex kann sich schneller bewegen. Und seine Techniken laden sich schneller auf. Um höchste Harmonie zu erreichen, ist es wichtig, in der Nähe deiner Klinge zu bleiben. Und viele Angriffe in Folge zu führen. Sind wir zu weit weg, dann sinkt die Harmonie. Achte im Kampf stets auf die Harmonie mit Pyra. Dann bleiben wir einfach mal hier stehen, wa? Jetzt bin ich zu weit weg. So, und was soll jetzt golden leuchten? Irgendwas soll golden leuchten. Okay, Pyra hat mich gerade unterstützt mit einer Klingentechnik. In diesem Fall hat sich dadurch seine Trefferrate erhöht. Eine Klinge unterstützt ihren Meister im Kampf automatisch. Ja, so wie alles hier im Kampf geschehen. Irgendwie ist alles automatisch mit Klingentechniken. Je höher das Vertrauen zwischen Meister und Klinge, desto häufiger wirkt sie ihre Techniken auf ihn. Dazu aber später mehr, heißt es. Also bei so agilen Gegnern wird es auch sehr, sehr schwer, den von hinten oder von der Seite zu attackieren. Er kann auch schon froh sein, dass er selber nicht versucht, irgendwie hinter mich zu gelangen. Aber was ist mit dieser goldenen Anzeige? Gerade hat sich das Symbol wieder eine Spezialtechnik gefüllt. Hitzehieb. Spezialtechniken verfügen über deutlich größere Angriffskraft als Normaltechniken. Ach da, guck mal, rechts. Ganz rechts ist ein goldener Pfeil, der nach unten zeigt. Da steht ein I. Greife Feinde mit Techniken an, um die Anzeige zu füllen. Du kannst Spezialtechniken in 3 Stufen aufladen. Verwende Techniken genau dann, wenn ein Autoangriff den Gegner trifft. Um das Spezialsymbol stärker zu füllen. Das ist interessant. Das heißt, ich muss jetzt immer darauf aufpassen, dass mein automatischer Angriff ausgeführt wird und in dem Moment, wo ich den Gegner treffe, was ja völlig automatisch passiert, muss ich eine Technik anwenden. Das erkenne ich, wenn ein heller Kreis aufleuchtet und damit kann ich eine andere Leistung schneller füllen lassen. Das ist ja, das gibt dem Kampf dann doch jetzt mal endlich eine gewisse Würze. Wenn du eine Spezialtechnik ausführst, werden Knopfsymbole, oh, Quicktime-Events. Füge die Anweisungen dieser Knopfsymbole direkt aus und damit machen wir höheren Schaden. Und es gibt eine Klingen-Kombo. Jetzt gibt's Klingenkombos. Wenn du einen Gegner mit einer Spezialtechnik triffst, erscheint oben eine Leiste, die zeigt, wie lange die Gelegenheit für eine Klingenkombo besteht. Hitzeschub! Aha, das ist unsere Anzeige. Gleichzeitig werden auch die möglichen Routen der Klingenkombo angezeigt. Ist hier ein Feuersymbol, ist hier ein Lichtsymbol, ist hier ein Eissymbol und Wasser. Aber jetzt, ich weiß jetzt nicht, was die Reihenfolge ist. Geht's von oben nach unten oder wie? Aber links leuchtet es doch. Bevor diese Leiste leer ist, kannst du den Feind mit einer höherstufigen Spezialtechnik treffen. So machen wir viel mehr Schaden. Ja, und wie fühlt das jetzt aus? Du hast mit einer Spezialtechnik getroffen. Hier hast du ein bisschen Energie für Spezialtechniken. Also versuche dich während einer Klingenkombo. Ach, ich muss bestimmt im richtigen Bereich die Energie drücken. Spiral
Ich verstehe aber trotzdem nicht, warum das da oben leuchtet. Ich habe keine Ahnung, wie ich das, was da oben ist, aktivieren kann. Okay, das habe ich jetzt dann doch nicht so verstanden. Also in der Theorie klang es alles sehr plausibel. Aber das, was rechts oben jetzt stand, ich habe keine Ahnung, was mir das sagen soll. Damit steht schon mal fest, dass wir noch keine Chance gegen ihn haben. Das kommt auch sehr unerwartet. Ich meine, klar, dass sie sich irgendwann uns anschließt, haben wir vorher schon gewusst, aber... Na, schau mal an, die kann dann besser kämpfen als wir. Er kennt sie. Der scheint auch nicht nur ein normaler Mensch zu sein. Und es kommt noch was Neues. Ah, der kann fliegen! Der kann fliegen! Und auch er kennt diese Leute. Azurda. Boah, wie hier einfach mal alles irgendwie zusammenhängt und keiner weiß warum. Und wie.
かった。レックス！行くぞ！落ちるなよ！逃がすな！撃て！戦士回答！手法用意！無駄だ。射程が。チッ！やつら逃げ切りやがった。戻るぞ。ああ、追わないのか。目覚めたのなら、それで十分だ。あとは義経を探らせる。アコス、wie auch immer アコス ist。そういうことか。Boah, das war Kapitel 1, Alter. Also das war sehr geil. Muss ich ja mal sagen. Und ich denke, an der Stelle müssen wir auch die Folge beenden. Ich habe keine Ahnung, was erstmal noch kommen wird. Wir können speichern. Wir können direkt mal speichern. Das ist doch das Beste, was passieren kann. Oh, ich muss erstmal durchatmen, weil das habe ich tatsächlich so überhaupt gar nicht erwartet. Die Story hat ja mega krass angezogen. Oh, es sind so viele Sachen passiert, überall ist was explodiert und man hat es auch wirklich sehr gut in Szene gesetzt. Und so viele Fragen, die offen bleiben, das gehen wir aber alles in der nächsten Folge durch, weil hier brauche ich eine kleine Durchschnaufpause und wir sehen uns dann wieder im nächsten Part, der bestimmt auch dann morgen schon kommen wird. Ach, da freue ich mich drauf. Also, rein hauen und bis morgen. Tschüss.